Ich habe zwei Funktionen, eine Parabel, eine Gerade und ich möchte Schnittpunkte berechnen, schneiden, das gleichsetzen, los geht's, gleichsetzen, rechnen. X² minus x plus 3 gleich 2x plus 1. Wenn ein Quadrat ist, geht es Richtung Mitternachtsformel, alles auf eine Seite und ich brauche ein ist gleich 0. So, also minus 2x und minus 1, dann habe ich x Quadrat minus 3x plus 2 ist 0, ja, x minus 2x. Jetzt ist es die Mitternachtsformel. Also ich habe ja minus b plus minus Wurzel aus b Quadrat minus 4ac durch 2a, das ist x1, x2. So, los geht's. Minus b ist also dann minus minus ist plus, plus 3, plus minus Wurzel aus. B Quadrat, minus 3 mal minus 3 ist 9, minus 4, a ist 1, hier ist ein 1, c ist 2, durch 2a, also 2 mal 1. So, die Wurzel geht ja fast im Kopf. 9 minus 8 ist 1, Wurzel 1 ist 1, das heißt, ich habe hier 3 plus minus 1 durch 2, also x1 ist 4 halbe ist 2 und x2 ist 2 halbe ist 1. Gut, und ich brauche einen Punkt. Ein Punkt hat zwei Koordinaten. Ja? Und dazu setze ich diesen 1er da oben ein. Und dann bekomme ich 2 mal 1 plus 1 ist 3. Also dann habe ich dann den Punkt, ja, P2 ist 1, 3. Weil wenn ich hier den 1er einsetze, 2 mal 1, ja, genau. Ich könnte ihn genauso gut hier einsetzen. Und das andere. Ja? 1 Quadrat minus 1 plus 3, ja, ist auch 3. Das ist ja die Idee. Also ich suche ja einen Punkt, der sowohl bei der Geraden als auch bei der Parabel drin ist. Und das Gleiche mache ich jetzt hier beim Punkt oder S1 für Schnittpunkt 1 hier. Ich habe 2er. Also ein bisschen radieren, damit es ein bisschen... Nee, das wollte ich nicht radieren. Zurück. Zu viel radiert. Weiter geht's hier. Ein bisschen denken. Also wenn ich jetzt hier ein 2... 2 mal 2 ist 4 plus 1 ist 5. Da ist der 5er, würde ich es hier machen. 2, stopp, hier, so. 4 minus 2 ist 2, plus 3 ist 5, ja, stimmt. Gut, das sind die beiden Punkte, das war die Aufgabe, fertig.